Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier in Osterkappeln. Zwei richtig schöne große Naturseen. Hintergrund, denke man kann sehen, richtig schön, großer Naturteich. Unterwegs bin ich auch hier im Hintergrund, ich hoffe man sieht's. Ich schwenk mal rüber zu dem Alex. Hab den Alex heute mit im Gepäck. Das ist der Schwiegervater von Alex. Ja, wir sind heute hier, um ein bisschen auf Forellen zu angeln. Ja, ja Leute, hier Alex, warte, ich komme. Ja, Petri, zeig mal her. Oh, guck mal, da ist der Köder schon rausgefallen. Hier, Alex vertraut dem rosanen Boxerfett. Knotenkunde. So. Dann legst du in der Mitte deinen Finger drauf, ja, ne? Und das sieht schon gut aus. Super. Und prinzipiell hält das jetzt, ja, siehst du? Ja, jetzt beißt aber kein Fisch. Das weiß man nicht. Tja, der Jakob hat jetzt hier eine Bucht weiter eine draufgekriegt. Nur mal schnell rübergelaufen. Jetzt hat sie verloren. Ja. Eingenetzt. Mach mal die Rolle auf. Ja. Sonst. So. Fisch ist im Netz. Da haben wir's. Der 70er hat's gemacht. Petri Jakob. Es ist Zeit, Fische zu fangen. Ja, ich hab damit auch. Oh, hier, guck mal. Hier, erster Wurf. Erster Wurf, sofort Biss, ja. Boah, hier vorne. Hier. Jawohl. Ja. Ja, vorne an der Kante. Vorne an der Kante weggeholt. Hab sogar gesehen, wie die da irgendwo rausgeschossen ist. Jetzt auch auf dem 70er Mirax. Endlich. Mir fällt eine große Last von den Schultern. Da haben wir's. Dreht hier ein bisschen durch im Kescher, aber der 70er. Hat's gemacht. Schön. Hast du schon Biss? Ja. Das gibt's doch nicht. Jo. Oh, ein Lachs. Ah, abgegangen. Ich hab's, glaube ich, nicht drauf. Schade. Oh, das ist so, ich weiß nicht, ziemlich ein bisschen trockener, aber da ist da drunter. Das sieht doch schon gut aus. Das sieht hier, doch gut aus. Hier, guck mal, der Jakob hat hier tolle Sachen zum Schlickern mitgebracht. Weil man isst ja morgens nichts, ne? Nee, man hat keine Zeit. Man muss wegholen, ne? Man muss ja angeln. Oh Leute, der Goldene. Der Goldene. Der Goldene? Der Mirax, der Goldene. Achso, hab ich auch. Wir haben uns nicht. Guck mal, wie geil ist das denn? Ich hab den gerade aufgezogen, guck mal, was Alex aufgezogen hat, ohne dass er es gesehen hat, auch den Goldenen. Also, gut, ich würde mal nicht sagen, zwei Dome, ein Gedanke, aber zwei Brot ist ein Gedanke. Ne? Da. Mein? Ich will das. Ja, dann kriegst du einen Happen. Schwimmt richtig schön schnell zu. Das macht jetzt keinen Sinn. Ja. Am besten einfach mal mit einem aktiv angeln. Hier, Alex. Was? Der Goldene. Weiß? Ja. Ja. Ist doch gut. Da war die Lachsforelle. Die will doch meinen Köder haben, Alex. Ja, glaube ich.
Ich hatte auch einen Biss, erster Wurf sofort mit dem Goldenen. Ja, ich habe auch einen Biss. Und. Ah. Ja, weißt du, ich muss das machen. Aber ich glaube, ich brauche einen größeren Haken. Am besten. Aber die sind so vorsichtig, die beißen da ein, zweimal drauf, das war's, ne? Ja. Ja, aber ein größerer Haken würde dir auch nicht helfen, weil die ja dann. Nein, die sind, da kannst du egal was für einen großen Haken nehmen, ich würde sogar sagen, eher, das ist schlechter. Richtig, weil die ja dann sonst. Ne? Die spüren den Haken dann und dann. Aber die Bisse kommen. Da. Praktisch nach jedem Wurf. Oh, guck dir das an, wie die da reinhauen. Guck dir das mal an. Ey, das gibt's nicht. Guck dir das mal an. Das ist verrückt. Die hauen da bei jedem Wurf drauf. Aber die fressen den Köder nicht ganz auf. Ich nehme mal einen komplett schwarzen. Wasser ist hier sehr sichtig. Und da sind so dunkle Farben manchmal auch ganz gut. Boah, die ist aber reingeballert, das habe ich gesehen, ey, die ist ja richtig. Auf dem Bruschi? Hast du aber länger absinken lassen, ne? Nee, eigentlich nicht. Auch genau so. 2-3 Sekunden und los. Hier, ja, nicht, man braucht gar nicht so 10, 15 Meter, ne? Da habe ich einen Biss, ja. Oh, das, meine Güte, das gibt's doch nicht, ey. Die beißen so vorsichtig. Schon schrecklich ist das. Das habe ich ja so noch nicht gehabt, dass man die Fische so auf dem Gummi überreden muss. Ehrlich nicht. Ja, normalerweise. Naja, hat man ja aus 10 mindestens ja einen realisiert. Da. Boah, was für ein Schlag in der Route. Wenn wir den Zeitpunkt verpasst haben, dann kann es sein, dass es noch nicht vorbei ist. Oh. Das ist eine Lachsforelle. Das ist eine Lachsforelle. Das, mein Gott. Das habe ich gesehen. Ich habe fast die Route verloren. Ja, super, ey. Jetzt kann sich vielleicht auch Alex entschneidern. Ich habe schon eine. Ach, Alex hat schon eine. Die habe ich ganz vergessen. Guten Morgen. Ah, okay, ja, guck mal, die ist dir durch die Schnur geschwommen. Soll ich helfen? Ja, das passt schon. Wenn die abgeht, dann ist es nur fair. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn du die verlierst, dann ist okay, wenn nicht, dann, naja, es passiert. Ich weiß auch nicht, wie man extra mit einem Gummiköder einen Fisch haken sollte. Aber scheinbar schafft auch Alex das. Ein richtiger Profi, oder? Ja. Man muss alles machen können. Oh, jetzt habe ich auch ein bisschen. Jo, jo. Jetzt habe ich, ja, jawoll. Ja, Leute, das war jetzt endlich ein aggressiver Biss. Und da haben wir sie. Guck mal, wie schnell die hier hingeschwommen ist. Aber der Köder hängt auch nur ganz vorsichtig. Mal die Rolle auf. Ja, wunderschön. Schöne Regenbogenforelle. 50er Mirax in Schwarz. Und Alex hat seine auch rausgekriegt. Fisch ist Fisch, ne? War natürlich nicht extra. Und wir haben eine. Aber die hat ihn attackiert. Ja, ja, das kann gut sein, dass sie den attackiert hat. Das bezweifle ich nicht. Der fehlt. Ganz leicht.
Das kann schon mal durchaus passieren. Den 50er hat gerade gebracht. Bisse haben wir alle hier, ob auf dem 50er oder auf dem 70er, aber ich habe mir erhofft, mit dem 50er, dass da der Fisch besser zupackt und besser sich hakt. Und ja, der Jakob angelt den 70er, kriegt viele Bisse. Der Alex angelt den Bruschi. Oder habe ich wieder einen Biss? Ja. Also aktiv sind sie auf jeden Fall. Na, da ist er. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Was hast du, Bruschi oder was? Nee, den 50er. Boah, jetzt, die hat aber Dampf. Die hat aber jetzt Dampf, ja. Sasch. Ja. Ja. Da kommt sie. Richtig toller Fisch, abgekämpft, hat jetzt aufgegeben im Netz. Jetzt ganz wichtig bei sowas, die Rolle immer auf, sonst machen wir uns die Spitze kaputt. Ja, und da sehen wir es. Schöne Forelle auf dem 50er Mirax. Da ist er im Netz und da ist der, ja, Leute, Glückliche. Petri. Petri, Dank. Kann das sein, dass der Wind ein bisschen gedreht hat? Ja, jetzt ist der Fisch wahrscheinlich da in der Mitte. Nee, hier ist er. Losgelassen, nee, ist noch da. Da ist er. Yes. Hat lange, oh Leute, ihr habt es glaube ich auf der Cam gesehen, die hat so lange den Köder attackiert und guck mal, der Haken hängt gerade so, gerade so. Gerade so. Nein, das gibt's doch nicht. Und vom Kescher ist die noch weg. Ah, ärgerlich. Und dann schnell. Ja, ich habe sogar noch den Kescher berührt gehabt mit dem Fisch, also. Schade. Ja, wie gesagt, die hing so knapp, obwohl die den Köder so oft attackiert hat. Ne? Und das ist schon 50 mm Köder. Also. Komplett schwarz oder was? Ja, kommt. Warum dieser Teich so tief ist? Haben die mit dem Kescher alles? Ja, wahrscheinlich haben die mit dem Kescher alles hier ausgebuddelt. Ne? Ah, schade. Tja, liebe Leute, jetzt wollte ich eigentlich gerade schnell die Drohne aufbauen, um ein paar coole Aufnahmen zu machen. Und wer hat wieder zugeschlagen? Hä? Ja, die macht hier richtige Hechtsprünge. Hä? Sportler. guck mal, was die hier veranstaltet. Wieder auf dem Spoon. Ja. Haben wir. Machen wir Rolle auf. Super. Richtig toller Fisch. Ja, und da ist der Glückliche. Freu mich. I got all you need.
Frühstück morgen Siesta hier, oder? Ja. Ja, mal gucken, das war ich jetzt nochmal, Kito. Ja, короче, снимаю, да? So, wieder auf dem Gaia, 2,1 Gramm. Das ist eine Lachs. Linker? Ja, dort hinten. 2,1 Gramm. Leute, Potenskaya, Grün, Gold, Petri, Forelle zum Netz. Auf jeden Fall. Tja, liebe Leute, wir sind jetzt mit dem Angeln durch. Wir haben jetzt schon den frühen Nachmittag angebrochen. Jeder konnte hier auf verschiedenste Methoden seine Fische fangen. Wir sind doch sehr zufrieden, würde ich sagen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir konnten hier eine Menge Spaß und Erfahrung sammeln, auch hier am großen See. Und ja, wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, ihr mir einen Daumen nach oben gebt und beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Also bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.